Hallo ihr Lieben, weiter geht es bei There's No Game mit Loris. Hallo und Kranicha. Genau, wir sind ja beim letzten Mal beim Abspann stehen geblieben. Erst war ich ganz traurig, weil ich dachte, das ist jetzt wirklich das Ende des Spiels, aber ist es nicht. Weil wir müssen jetzt hier noch so ein paar Sachen umändern, um dann weiterzukommen. Ja, es ist also einfach nur ein anderes Kapitel. Ja, genau. Und dann aber so aufgebaut wie so ein Abspann. Mhm. So, Moment. Wie war das denn los? Du hast das da hingetan? Genau, nee, wir haben es mit dem Pfeil nach oben. Kannst du hoch oder runter gehen, den Abspann zurückspulen. Wenn du auf Charaktere gehst, dann siehst du diese Videos von Charlie Chaplin. Gut, ich probiere jetzt erstmal alles aus. Ja. Also hier kann ich nichts ändern, gar nichts. Mhm. Hier kann ich zum Beispiel meine Katze mitnehmen. Mhm. Der Eimer. Hattest du hiermit eigentlich was probiert? In diesem Eimer ist Sirup. Der ist echt klebrig. Okay, jetzt haben wir einen klebrigen... Ein Griff mit klebrigen Sirup. Mhm. Okay, also Hintergründe hatte ich. Dann mache ich das jetzt bei Charakteren. Ja. Und, ich habe eine Idee. Kannst du vielleicht das Loch flicken da in der Schiffswand? Moment, kann ich noch nichts machen. Da ist noch die Sanduhr. Wo ist denn hier? Ah, da ist ein Loch. Okay, ich sehe schon. Ach, der redet ja oben auch vom Loch, ne? Mhm. Er redet mit Mr. Glitch, oder? Genau. Hey, User, isn't that the end of our pickaxe over there? It could come in handy again. But we've got to find a way to fix it. Nee, ich soll erstmal die Spitzhacke reparieren, denke ich. Okay, das können wir ja jetzt mit dem Sirup, mit dem klebrigen Sirup. Ich probier mal. Ja. Ah, super. We can use the pickaxe again. Even prima. Our solution is straight out of a bad 90s point and click. Molasses to fix a pickaxe. Honestly. Okay, und jetzt ist ja hier das noch kaputt. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht die Wand noch weiter kaputt machen müssen. Oh. But where did he fall this time? Okay, und wo ist die Spitzhacke hin? Aber wir haben jetzt einen neuen Namen. Meine Katze. The possibilities for exploration have just increased. The possibility of us getting lost has too. Ach, das kann ich auch wegnehmen, aber Charaktere, meine Katze. Ah, das ist neu. Da versteckt sich Mr. Glitch. Mr. Glitch? Oh, yeah, I can make out a few pixels. Sehr gut. It's not going to be easy. He looks like he's sound asleep. It's unbearably hot under here. Let's find a little water. That should refresh you. Water. Of you. Na, irgendwo ist doch der Eimer. Ach so, stimmt. Ah, jetzt habe ich die Angel. This kitten is asking us to help him out. And why is he giving us this toy? We are not here to play. Okay, kann ich die Angel vielleicht in den Eimer? Oder kann ich die vielleicht ärgern? Nee. Aha, die möchte gerne Fisch. Genau, und damit müssen wir es irgendwie angeln, ne? Mhm. So, und da muss ich jetzt wieder die Charaktere ändern, und zwar meine Katze weg. Ja, also du kannst auch beides nehmen, denke ich. Katze und Chaplin. Ja, aber wir brauchen noch wieder die Bilder, oder? Okay, da kann ich nichts machen. Weil hier auch nicht. Also du meintest irgendwie den Eimer, ne? Ja, wo ist der denn? Der Eimer war, glaube ich, als du Charlie Chaplin auf dem zweiten Slot hattest, auf Hintergründe. Buster Chaplin. Genau. Moment. Stimmt's? Wir gucken. Genau, da war der Eimer.
Und du kannst ja bestimmt auch jetzt Sachen kombinieren. Also zum Beispiel meine Katze auf Charaktere. Und dann ist da die Katze und der Eimer. See if you can find something to cut it with. Or sew it with. Mhm. Also was soll ich, was meinst du? Probier mal meine Katze in die Charaktere, in den Charakterschlitz zu packen. Hatten ja, aber beides. Doch. Also jetzt haben wir Buster Chaplin auch noch. Ah, okay. Hier, die kann ich nicht ändern. Nee, ist nichts verändert besonders. Okay. Aber wir haben ja jetzt 3 hoch 2 Möglichkeiten. Also wir können irgendwas... Wir haben ja noch die Spezialeffekte. What's that red thing that's wiggling? A light? Laserpointer. Laserstrahl. Warte mal, ich kann das irgendwie, glaube ich, nehmen. Oder auch nicht. Nee, kann ich nichts machen. These ropes hanging by a thread. See if you can find something to cut it with. Or sew it with. Also du kriegst das nicht gepackt, den Laserstrahl, ja? Mit nee, also die Hand geht Maus. Zwar auf, aber ich krieg das nicht richtig hin. Ja, ist zu schnell. Ja. Okay. Dann probier doch vielleicht noch eine andere Kombination. Gibt da noch ein paar mehr? Na, zum Beispiel Buster Chaplin auf Spezialeffekte und meine Katze auf Hintergrund. Hattest du das noch nicht? Nee, ich hab da noch mit Katze noch gar nichts gemacht. Warum eigentlich nicht? Also, ich mache die Katze auf Hintergründe. Mhm. Das hatten wir noch nicht, genau. Is it just me or is it kind of und hier. Fishy? Of course I have a sense of smell. Ich probiere das mal und dann nehme ich gleich Buster Chaplin wieder weg. Vielleicht finden wir irgendwo eine Kralle oder so, dann können wir das Seil durchtrennen. Ja, zum Beispiel. Eine Heizung. Was ist hier eine Heizung? It's hot. You be careful, it's hot. Okay. You be careful, it's hot. Okay, sonst ist hier, glaube ich, nichts. Oder habe ich hier irgendwas gesehen, außer dieser Heizung? Hier ist noch... Ah, da konnte ich noch was machen. Those are real fish under the wallpaper. Oh, that's gross. Okay, wir bräuchten einen Fisch. Oh, wir brauchen aber erstmal einen Eimer, oder? Oder kriegst du den Fisch... Nee, leider kriegst nicht. Du den Fisch? Ich probiere nochmal. Du kannst auch gedrückt halten. This fish isn't going to let us catch him so easily. Nee, lässt sich nicht ab, aber ich hab doch die Angel. To help get him out of there. Ah, perfekt. Let ja. Me get this straight. Die you eine Katze wollte doch nämlich einen Fisch. Behind the wall using a cat toy as bait. Right. So okay. We're probably in a Rusty Lake game. Okay, sollen wir die vielleicht noch grillen oder so? Nee. Okay, dann nehme ich Hintergründe. Wie muss ich das jetzt nochmal machen? Jetzt nehme ich erstmal das wieder weg. Ja. Dann will ich mir das einfach nur nochmal in Blau angucken. Du kannst auch gedrückt halten. Ja. Ja. Nervt dich das, oder was? Ja, also das ist halt unnötig. So, dann nehme ich wieder Charaktere meine Katze. Und diese Katze hätte nämlich gerne einen Fisch. Ja. Klasse. Damit können wir vielleicht das Seil durchtrennen. Ah, das ist eine gute Idee. Und da muss ich doch jetzt wieder... Don't touch that fish bones, user. You could get hurt. Wie war das denn nochmal? Das war Buster Chaplin auf Hintergründe. Okay. Und meine Katze weg, oder? Ja, ich glaube, das ist egal. Da... Great, we've got Klasse. Und jetzt müssen wir, glaube ich, in das, in das Bild mit dem, wo der da gerade sein Schiff repariert. So, und das war jetzt, glaube ich, Buster auf Charaktere. Hm?
Super. So, jetzt wieder zur Katze. Ja. Das war bei Charaktere Katze, mhm, ne? Mhm. Dann kommt hier der Eimer. Schwupps, ui, weg ist er. Ja, Katzen mögen kein Wasser. Free at last. Rums. So. Ein Freund der Tiere oder nicht? Errungenschaft freigeschaltet. Okay, wir haben einen neuen Charakter. Tim Elfman, den können wir jetzt ausprobieren bei Hintergründe, Charaktere und Spezialeffekte. Ja. Nenn mich jetzt erstmal Charaktere. Mhm. Oh oh. Okay, da kann ich aber leider nichts machen. Mhm. Okay, hier ist auch nichts hoch. Dann nehme ich den erstmal wieder weg auf Hintergründe. Mhm. Weil irgendwas müssen wir vielleicht noch mit dem Punkt, diesen Laserpunkt machen. Ja. Vielleicht auch nicht. Oh nein, Mr. Glitch. Hey! Oh oh. I give up. Was war denn das jetzt? Format the hard drive, burn everything. Da war doch gerade eben dieses Viech, da konnten wir nichts machen. Mhm. Fate is upon us. Und der hat jetzt einfach den Schlüssel. Ja. Hier kann ich nichts machen. Was ist hier unten? Ist wieder diese Tür. Mhm. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal Tim Elfman in Spezialeffekte. Or else no. That would have been good for the ritual with Miss Voodoo. It would have saved us a lot of time. And some delicious ice cream. Okay, stimmt, mal gucken, du erinnerst dich, ne? Da brauchten wir Eis. Für was denn? Für dieses Ritual. Es musste Mond sein und Schnee. Oh nein, das ist ja schon so ewig her. Ja, stimmt. Aber schön, dass, dass ihr noch dran geblieben seid. Okay, also Schnee bringt uns nicht weiter. Was ist mit Katze zusammen? Nee. Katze weg. Okay, dann würde ich einfach Hintergründe ihn nochmal nehmen. Mhm. Da kann ich nichts machen. An dem Seil auch nicht. Nee, da muss ich es wieder vertauschen. Mhm. Hast du eine Idee, wie? Ja, vielleicht Tim Elfman auf Charaktere. Dann können wir sehen, wo der Schlüssel abgeblieben ist. Ah, ja, okay. Den Schlüssel brauchen wir bei dem Tier. Genau, hier ist es. I recognize it. So it was that thing in the prisoner's outfit that snatched it from us. Genau. Ja, und wie kommen wir jetzt da? Not Moment, was? Ach nee, wie schon wieder diese Nuss, genau. Der möchte eine Nuss haben. Ja, kein Problem, ne? Für uns. Wieder eine Nuss. Brauchen wir wieder einen Nussbaum? Ja, wo sollen wir hier eine Nuss finden, genau? Maybe we should stop by finding a tree. Genau, Baum. Okay. Dann würde ich, weiß auch nicht, was ich machen soll. Erstmal den wieder hier hin. Mhm. Und dann gucke ich mal, was sich jetzt hier geändert hat. Nichts soweit. Und meine Katze Hintergründe? Ja. Gibt's da Bäume? Ne, hier war ja der Fisch, den haben wir ja gefangen. Ach ja, wir hatten ja noch irgendwas mit dieser Heizung. Die ist sehr heiß. Ja, die ist sehr heiß. Dann nehme ich erstmal Basta wieder weg. Dann mache ich hier was rein. Kann ich die vielleicht den Laserpointer mit dem Eimer einfangen? Oh, vielleicht. Nee, sieht nicht so aus. Was ist eigentlich, wenn ich das mal mit so einem Schild oder so? Also, wir hatten ja auch so, ja, wo man... das kann alles sein. Genau, wir hatten da auch schon mal sowas. Mit dem Spiegel, ne? Okay, aber ich kann's echt nicht nehmen. Okay, dann nehme ich erstmal Tim Elfman wieder weg. Mach Buster Chaplin. Ja.
Und guck mal, ob ich nochmal Wasser einsammeln soll, dass wir vielleicht dieses Viech da... Ah, the character managed to stop that huge lake user. Ach, der hat das geschafft. Find another way if you want water. Okay. Hm. Ja, jetzt können wir, also dann würde ich halt sagen, wir könnten den Schnee nehmen und den schmelzen lassen auf dem Wasser. Das wär super, aber wie komme ich denn zum Schnee? Also wie kann ich da Schnee einsammeln? Wo war das denn nochmal? Tim Elfman, Spezialeffekte. Okay, Katze weg. Tim Elfman. Wie kann ich den Schnee einsammeln? Weißt du? Pastor Chaplin, meine Katze. Als wir meine Katze bei Charaktere hatten, da ging nichts, ne? Hat sich nichts verändert. Nee, wo war denn die Heizung? Die war bei meine Katze Hintergründe. Probieren wir mal. Da höre ich doch schon was tropfen. Tropfst. Ah. Ja, da ist Wasser, das kannst du einsammeln. Super. Klasse. I don't believe it. You managed to find water using an electric radiator. You're a miracle worker, user. You jetzt muss man wieder zu dem Viech. Und jetzt das Nass. Nee, ich brauche einen Baum, ne? Mhm. Gaia, the great healer. Fixes bugs and cures hemorrhoids. Slows frame rate and hair loss. Can bring your most beloved player back. You would make a killing. Wo finden wir denn jetzt so eine Nuss? Ich weiß nicht. Was hatten wir denn noch? Also, dieser Charlie Chaplin, dieses Wenn Charlie Chaplin Video machen. Von dem Typen, der schießt, das hatten wir noch nicht benutzt. Ja, und das war Buster Chaplin in Charaktere. Ach Mist, ach Mann. Was macht der denn da? Und wo schießt? Ja, ansonsten fällt mir jetzt nichts ein. Noch mehr Wasser. Okay, dann gehen wir einmal auf Help. Haben wir ja noch ja. gar nicht. Mhm. Gut, hier ist der Wassereimer. Mhm. Wie ruhig das auf einmal ist, ne? Ja. Benutze das Wasser, um das Grab im Tim Elfman Hintergrund zu gießen. Okay. Hast du da schon irgendwo ein Grab gesehen? Ich nicht. Nee. Also Tim Elfman im Hintergrund. Dann haben wir das wahrscheinlich vergessen auszuprobieren. Mhm. Ich guck mal kurz, ob das hier... Also es war der Schlüssel für die Tür, wo Mr. Glitch drin ist. Ach, das Grab. Ach, hier. Ja, ich erinnere mich. Oh Mann, ja, stimmt. Das haben wir aber auch schon lange nicht mehr ausprobiert. Da ist die Nuss begraben. Kind of a weird hazelnut tree. And that's a pretty weird nut. Maybe that will make our key stealing squirrel happy. You never know. Jetzt? You can see jetzt kannst du diese Nuss diesem Monster geben. Bei Tim Elfman. Die wollte die Nuss? Ja, die wollte eine Nuss. Okay. He's a soldier. Das ist bei Charaktere Tim Elfman. Mhm. Ach so. Was? Da ist eine Nuss drin, aber wie kriegen wir die da raus? Na, vielleicht doch, dass der dahin schießt. Ah, okay. Dann probieren wir das nochmal. Tim Elfman und Buster Chaplin. Mhm. Und der soll jetzt mal dahin schießen. Will der aber nicht. Hm. Und was ist, wenn du das in den Slot da bei Hintergründe reinmachst? Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Was meinst du? Gehen wir mal hoch. Genau, da wo Hintergründe steht. Ja. Kann man da vielleicht die Nuss hinlegen, statt dem Schild. Statt eines Schilds. Ja, so? Mhm. Nee. Hm. Kannst du es einfach runterfallen lassen, doll? Von oben herab? Nee.
Aber irgendwas muss auch mit dem Schießen sein. Hm. Ja, vielleicht wir später. Wir haben ja noch dieses komische Ding bei, wo war nochmal das Tier? Bei Tim Elfman, bei Charaktere. Hm. Wir haben ja hier unten noch irgendwie so ein UFO. Hm. Mhm. Was auch immer das sein soll. Okay, das ging aber nicht. Dann haben wir noch diese Heizung. Ja. Und bei Katzen war ja nichts mehr, ne? Also was Charaktere angeht, nicht. Nee, da war nichts mehr. Gar nichts mehr. Okay. Die haben wir weggescheucht. Hier haben wir noch diesen Laserpointer. Mhm. Bei Hintergründe, nee, da war auch nichts, ne? Da war jetzt, glaube ich, die Heizung. Genau. Ich kann ja mal kurz gucken, ob ich das da irgendwie rauflege und das so heiß ist, dass das dann kaputt geht, aber leider auch nicht. Mhm. Dann würde ich die Katze nochmal auf Spezialeffekte und nochmal gucken, ob ich jetzt was mit dem... Ja. Wahrscheinlich nicht. Oh, das geht auch zu schnell. Klapper, klapper. Nee, nee, das auch nicht. Okay, dann ist das leider nicht die Katze. Dann gehe ich nochmal Tim Elfman. So, der möchte gerne die Nuss, aber die ging ja nicht. Und das weiß ich auch nicht, was das ist. Okay, nee, also da weiß ich jetzt leider nicht, was wir machen sollen. Ich auch. Mir fällt auch nichts ein. Nee, dann gehe ich einmal auf Help. Ja. Okay, das ist wahrscheinlich, da ist eine Nuss drin. Ja. Finde den Soldaten mit Gewehr und bringe ihn dazu, auf den Schädel zu schießen. Ja. Mhm, okay. Dann muss ich da einfach nochmal gucken. Dann habe ich da vielleicht falsch geklickt. Mhm. Okay. Okay. Also die Idee hatten wir ja schon. Mhm. Aber wenn das halt nicht so geht, was soll ich da machen? Wo schießt der denn hin? Also Richtung Hintergründe. Hat das was mit diesem roten Laser vielleicht auch zu tun? Warte mal, war der Ball nicht gerade getroffen? Ha. Ah, klasse. Muss da einfach nur den Totenkopf hinhalten. Aber mit dem Laserstrahl zusammen. Das war der des Rätsels Lösung. Let's go see your key thief. Nö. Oh, nö. Was soll denn das? Das kann doch nicht sein. I'm no longer available at the moment. If you would like to leave a message after the beep, don't do it! Sorry, this demon journey is driving me crazy. Ja, mich auch. Let's find out where that flying saucer is hiding. Ja, also hier versteckt sie sich nicht bei Tim Elfman. Hier sehe ich sie auch nicht. Hm. Probier vielleicht erstmal Tim Elfman in die Hintergründe. Ja. Da ist sie. Give us the key. User, find a way to stop that flying saucer. Was stand da? User. Finde einen Weg, die Untertasse aufzuhalten. Ich dachte mit dem Schießen hier. Aber das geht leider nicht nochmal. Und was mit, was ist mit, wenn du Buster Chaplin und, Katze austauschst. Like this girl from before. Okay.
Nee. Aber obwohl, das Programm hat gerade eben gesagt, du sollst sie genauso behandeln und in die Luft sprengen wie den Schädel von gerade eben. Ich glaube, ich muss mal auf Help gehen. Ja. Weil wie soll ich das dann machen hier? Da ist nichts. Okay, dann warten wir nochmal auf die Untertasse. Jetzt kommt was. Mach das, was du getan hast, um den Schädel zu zerstören. Okay, also doch, du hast recht. Kannst du vielleicht den Laserstrahl doch irgendwie ablenken oder benutzen? Nee. Da war schon nah dran. Ja? Sicher? Nicht sicher. Dann mach vielleicht noch den anderen Hinweis. Okay. Den letzten. Ah, warte, jetzt habe ich mich verklickt. Mist. Aha. So, jetzt ist die Tasse wieder da. Und dann nochmal. Wusstest du schon, dass du den roten Punkt einfangen kannst? Nein. Nein, das wusste ich nicht. Loris, aber ja. Ich würde sagen, du bist da so ein ganz geduldiger, ne? Bin der Fänger. Ja, genau. Und du fängst jetzt einfach mal dann gleich den roten Punkt ein und dann wuppst du das hier, okay? Wupp, wupp, wupp. Klasse. Also, bis bald. Tschüss. Tschüss.